Hallo Leute, willkommen zu diesem kleinen Analysevideo. Und zwar reden wir heute über den ersten Teaser zu Godzilla, Monster Planet. Oder wie im Japanischen heißt, Gojira, Kaiju Wakasei. Da kam jetzt der erste Teaser raus und ich finde, das ist schon was Besonderes, denn es ist der allererste Animationsfilm zu Godzilla. Und da freue ich mich als Fan natürlich riesig, insbesondere weil wir haben letztes Jahr Shin Godzilla gehabt, grandios. Und jetzt kriegen wir direkt den nächsten Animationsfilm. Ist der erste übrigens von einer Trilogie. Und ja, bevor wir uns jetzt aber um den Teaser mal ansehen und den mal analysieren, erzähle ich erstmal was zum Film für alle Leute, die davon noch nichts mitgekriegt haben. So, also hier haben wir ein paar Randdaten. Godzilla, Monster Planet erscheint im November 2017, also diesen Jahr. Und ja, natürlich kommt er aus Japan und ist, wie gesagt, der erste Animationsfilm von Godzilla. Und von den ganzen Namen, die wir jetzt haben, also wer die Regie geführt hat, da war jetzt keiner kein größeres bekannt. Aber Drehbuch, Gen Urobuchi, das ist tatsächlich sehr interessant. Der Gen Urobuchi kann sehr, sehr geile Geschichten schreiben. Also einmal ist er wirklich bekannt für natürlich mal Madoka Magica. Super Magical Girl Anime, richtig schön ernsthaft, eine großartige Geschichte. Kann ich empfehlen. Genauso wie er die geniale Kamen Rider Gaim geschrieben hat. Oder auch den Anime, den ich sehr, sehr selber sehr toll finde, war Susai no Garantina. Wie gesagt, also, er kann wirklich aus den Plots, wo du denkst, es geht ums Tanzen, auf einmal sowas Großes raushauen, das ist faszinierend. Natürlich ist da, deswegen bin ich da schon sehr, sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Insbesondere, wenn wir gleich zur Story kommen. Natürlich produziert ist das von Toho Animation und Polygon Pictures hat das Ganze animiert. Und dann haben wir noch einen Teil der Besetzung und von den Charakteren. Dazu komme ich noch, denn in dem Video sehen wir tatsächlich mal einen der Charaktere. Okay. Bevor wir jetzt uns aber den Teaser ansehen, den wir uns so Frame für Frame ansehen, denn er geht nur 30 Sekunden, erzähle ich euch kurz, um was geht es in diesem Film eigentlich. Erstmal ist es der erste von einer Trilogie, es sind drei Filme. Und es ist ein CGI-Anime-Film, also es ist diesen CGI-Stil gehalten, richtig schön gezeichnet, hätte ich zwar auch toll gefunden, aber ich bin nicht so extrem abgeneigt gegen diesen CGI, solange es nicht schlecht aussieht. Okay, und zwar die Geschichte spielt im Jahr 2048 und es ist so, dass Godzilla und viele andere Monster die Menschheit so weit gebracht hat, dass sie von der Erde geflohen ist. Und sie sind dann 20 Jahre lang gereist zu einem Planeten, den sie sich als neue Erde ausgesucht haben. Der Planet heißt Tau Ceti und ja, der ist aber unbewohnbar und nachdem die Lebensbedingungen auf den Raumschiffen immer schlechter wurden, beschließt sich die Menschheit, wir erobern die Erde jetzt von den Monstern zurück. Aber wie ihr wisst, wenn man durchs All reist, Raum-Zeitgefüge läuft da ein bisschen anders und auf der Erde sind in der Zwischenzeit 20.000 Jahre vergangen und die Erde, das komplette Ökosystem hat sich verändert und es ist ein richtiger Monsterplanet geworden. Und an der Spitze dieses Systems steht Godzilla. Das finde ich ist eine ziemlich geile Story. Das hatten wir noch nicht mal im Ansatz von im Godzilla-Film. Godzilla-Film spielen sonst immer in Tokio, in Japan. Aber mal so, sowas noch nie. Natürlich, ich habe schon die ersten Stimmen danach gesehen, es ist wie Attack on Titan. Weil es ist auch so, dass unser Hauptcharakter mit ansehen musste, wie seine Familie durch Godzilla gestorben ist. Aber mal ganz ehrlich, welchen Plot gab es auf dieser Welt noch nicht? Und es ist schon ein Unterschied zwischen wir sind Titanen und wir haben drei Mauern und diesen Sci-Fi-thematischen Film. Aber okay, jetzt haben wir so die Grundsachen abgeredet, fangen wir jetzt nochmal an. Das erste, was wir im Film sehen, ist natürlich das Toho und das Polygon Pictures Logo. Aber das erste Richtige aus dem Film ist diese Szene hier, wo wir dieses Raumschiff sehen. Über einem Planeten und da geht gerade im Hintergrund die Sonne auf. Designtechnisch gefällt mir das Raumschiff schon mal sehr. Ich denke, dass im Hintergrund sind diese 8 Teile sind bestimmt die Triebwerke. Man kann dadurch aber nicht sehen, wie groß das ist. Ist es nur ein Raumschiff der Menschheit? Ist es das einzige? Es ist schwer abzuschätzen anhand der Größe.
Und noch interessanter ist, ist das die Erde? Fliehen sie gerade? Oder ist das dieser Tau City E-Planet? Das ist eine Sache, die können wir nicht beantworten und dafür ist der Screen auch einfach zu kurz, um überhaupt irgendwas draus zu deuten. Also da gibt es leider nicht so viel Sinn. Wirklich interessant wird es auf dem nächsten Bild. Weil hier sehen wir das Raumschiff von hinten. Sehen, es ist lang, aber es ist immer noch schwer abzusehen, wie groß es ist. Und ich kann immer noch nicht sagen, ob das jetzt die Erde ist, auf die sie zusteuern. Ich kann auch halt auch nichts von den Maßstäben sagen, weil klar, es könnte natürlich jetzt ein kleines Raumschiff sein, es könnte aber auch Sternzerstörer wie im Star Wars Maße haben. Schwierig abzusetzen, abzuschätzen. Und aber der Planet sieht grün aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die überwucherte Erde ist. Wie gesagt, weil der andere Planet ist ja unbewohnbar. Dann wird er, denke ich, keine schöne Atmosphäre haben. Und ja, deswegen denke ich das, dass sie jetzt gerade auf die Erde zu fliegen. Und in der nächsten Einstellung sehen wir zum ersten Mal unseren Hauptcharakter, Harusakaki. Und wir sehen ihn aus der Frontsicht. Hier können wir auch den Stil schon mal sehen. Für mich ist das Stil völlig in Ordnung, denn es sieht für mich aus wie in einem Anime-Videospiel. Womit ich mehr als in so einer Cutscene halt. Kann ich gut mitleben, gefällt mir. Wirklich sehr aufschlussreich auch vom Stil her. Er sagt kurz was in dieser Szene. Und mehr sieht man nicht. Aber was man dann sieht, ist das hier, wo er nach unten guckt. Und das ist für mich nochmal ein Punkt, dass ich glaube, dass der Planet die Erde ist. Wir sehen nämlich nach unten und sehen einen Planeten. Und er sieht sehr ernst runter. Und deswegen denke ich, das ist die Erde. Die Erde, wie sie gerade dahin fliegen. Deswegen denke ich, dass das Raumschiff verdammt groß sein muss, wenn da ein Teil der Menschheit drauf ist und noch eine Eroberungsflotte. Ich meine, die komplette Erde von den Monstern befreien. Also alleine Godzilla wäre schon ein... Da müsst ihr schon ordentlich reinklotzen. Aber dann das... Also das ist schon sehr interessant, muss ich sagen. So, in der nächsten Stelle, jetzt kommt nämlich das. Das sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Raumschiffe. Ich glaube, oder dahinter könnte noch ein 8. sein, ganz am Ende. Die auf einen Planeten zu fliegen. Sind das Schiffe, die sich von dem einen Schiff abgekapselt haben? Und auf die Erde zu fliegen? Oder ist das doch wieder eine Stelle, wo sie von der Erde geflohen sind und dann auf den anderen Planeten? Wir wissen es einfach nicht. Das ist es halt, wir wissen es einfach nicht. Ist aber ein sehr cool gemachter Shot, muss ich sagen, mit der Sonne im Hintergrund. Und wirklich mal alles so dieses Technische, es sieht cool aus, das muss ich sagen. Aber es wirft wieder viele Fragen auf, das muss man sagen. Es wirft wieder sehr viele Fragen auf. Und ja, wie groß sind die Raumschiffe? Was ist da drin? Sind das nur reine Transporter? Ist da nur Kriegsmaschinerie drin? Und sind da auch Soldaten drin? Oder wenn sie nicht auf die Erde fliegen, sind da Habitat-Sachen drin? Also Sachen, damit Menschen da leben können? Kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die nächste Szene, die wir sehen, die ist auch nur ganz kurz. Das ist dieser, ich würde sagen, Generatorraum. Und da ja auch in der Beschreibung des Films steht, dass die Bedingungen im Weltall zum Leben für die Menschheit schlechter wird, kann ich mir vorstellen, dass auch deren Energiereserven zur Neige gehen, weil die haben bestimmt gedacht, okay, sie fliegen weg und kommen erstmal nicht mehr wieder. Aber da der Planet unbewohnbar ist, müssen sie wieder zurück. Die Leute, die man in der Scheibe da sieht, es könnte sein, dass der eine, der da links steht, der Charakter Mului Gal sein könnte, weil der so recht breit gebaut ist und auch, ich glaube, er hat dunkle Haut, ist schwierig zu sehen in dem Shot. Das könnte sein, da ja auch steht, dass er technischer Offizier ist. Könnte es natürlich gut sein, dass er sich gerade Sorgen um den Generator macht oder ihn überprüft. Wie gesagt, auch eine Sache, die ich halt nur spekulieren kann. Aber ist wirklich sehr interessant zu sehen. Der nächste Shot, das ist jetzt aber eindeutig, das ist die Erde. Man sieht nämlich, ich denke, das ist ein Cockpit. Und wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute da, der Schutz vor diesen Glasscheiben geht auf und man sieht, dass sie zum Glas hingehen, um runterschauen. Und da man sieht, da sind Wolken, Meere, ich sehe grüne Stellen, also Kontinente, Inseln, ist das eindeutig die Erde. Also sie sind auf der Erde angekommen. Wie gesagt, aber auch hier weiß ich nicht, zu welchem Raumschiff gehört das.
Was man aber sehr gut sehen kann, ist der Stil, und der gefällt mir ziemlich gut. Es wirkt sehr modern, sehr technisch, aber nicht so übertrieben Sci-Fi, sondern so, dass ich denke, ja, das könnte ich mir in so 10 Jahren tatsächlich mal vorstellen, dass es so mal aussieht. Und wie gesagt, auch mit den Lichtern und so gefällt mir doch ziemlich gut. Im nächsten Schnitt sehen wir die Charaktere jetzt von vorne. Und das Interessante ist, dass da keiner der, im Vorhinein wurden die Charaktere mal gezeigt, wurde keiner, ist hier keiner der Charaktere. Außer der ganz links, das könnte Metophis sein, also der zu so einer anderen Spezies gehört. Wie das in Zusammenhang steht, weiß ich leider noch nicht, wurde auch nicht weiter erläutert bis jetzt. Das könnte er sein, aber alle anderen kann ich nicht sagen, wer sie sind, was sie sind und was sie tun. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass der in der Mitte der Captain ist. Dass der so, ja, jetzt sind wir da und jetzt reißen wir den Monstern gleich mächtig den Arsch auf. Hier kann man auch noch sehen, dass die Brücke recht groß ist, was man ja im Shot vorher nicht so gesehen hat, denn sie hat drei, so Cockpit-Sitze an der Wand, die, wo halt wahrscheinlich jemand sitzt und das Ding steuert. Also doch recht groß und komplex, das Teil. Als nächstes haben wir hier eine Explosion. Und da denkt man sich so, Tyrant, das ist eine fucking Explosion. Was ist daran so spannend? Ja, jetzt ist die Frage, denn wir sehen, da fahren Autos lang. Ist das ein Screenshot von der Erde, wo was kaputt geflogen ist und wo Monster die Städte angreifen? Oder passiert das auf einem der Raumschiffe, der Kolonien, wo die Menschheit sich zurückgezogen hat? Denn das könnte natürlich wieder diesen Punkt sehr gut bestärken mit die Lebensbedingungen werden schlechter und sie müssen auch zwangsweise zur Erde, weil sie sonst keine Möglichkeit mehr haben. Wie gesagt, das ist wirklich interessant, auch dass Autos da langfahren, das heißt, da müssen Menschen irgendwie sein. Es wirkt aber alles mehr wie in einer großen Halle. Also man sieht keinen Himmel und nichts in dieser Einstellung, weil die geht wirklich nur ein paar Sekunden. Aber in der Zeit sieht man, dass die Autos da langfahren, es macht Bumm und das würde halt anders aussehen, wenn da ein Himmel oder sowas wäre, eine Stadt. War auch recht groß da alles. Gut, nach dieser Explosion kommen wir zu einem Shot, den ich wirklich sehr faszinierend finde. Ich glaube, ich finde alle Shots hier faszinierend, aber den hier besonders. Wir sehen hier eine, ich denke, so eine 3D-Ansicht des Punktes, wo sie hin möchten. Und aufgrund des sehr kurzen Zeitpunkts, der da ist, sind einige Anzeigen nicht richtig zu sehen. Aber wir können Folgendes sehen. Es steht unten rechts Old Pacific Ocean, also alter Pazifischer Ozean. Das bedeutet, dass hier früher mal irgendwo Japan war. Und weil wir alle wissen, tektonische Plattenbewegung und sowas verändert natürlich das Gesicht der Erde so nach 20.000 Jahren. Und hier kann man nämlich auch sehen, oben rechts Old Shibuya. Und der Rest ist so schwer zu lesen. Aber das schien tatsächlich mal dann zu Japan zu gehören. Das heißt, sie sind als erstes, was sie sagen, ja, wir gehen dorthin, wo vielleicht sogar alles angefangen hat, wer weiß das. Und wir sehen mittig oben noch jemanden, der das bedient. So sieht man auch, dass dieser technisch ziemlich gut gefällt. Dieses eckige, kantige, finde ich, sieht immer sehr cool aus, auch mit den Farben. Gleichzeitig haben wir oben auch noch ein paar Anzeigen, da steht nämlich auch Resort, das heißt, sie haben wahrscheinlich nach irgendwas gesucht. Und es höchstwahrscheinlich gefunden, denn da links ist ein grüner Punkt. Mit ein paar weißen Punkten. Was haben sie gesucht? Bestimmte Rohstoffe oder doch direkt die Monster? Kann ich nicht sagen. Die nächste Einstellung ist ein paar Soldaten, die durchs Bild laufen. Und da sieht man nämlich gut die Anzüge. Das scheint der Standard-Kampfanzug der Menschheit in der Zukunft zu sein. Es sieht ein bisschen aus wie eine modernisierte Version eines Raumanzugs, insbesondere am Helm. Und man kann auch kurz einen Blick auf die Bewaffnung erkennen, eine Art modernes Maschinengewehr, würde ich tippen. Es scheint kein richtiger Kampfpanzer zu sein, denn er sieht nicht für mich so aus, als ob er komplett mit Panzerplatten vollgepackt ist. Insbesondere an den Knien und an diesen Zwischendingern, wo sich der Mensch immer bewegen muss. Was für mich leider ist, der Anzug auch auf Beweglichkeit ausgelegt. So, als nächstes hätten wir einen Panzer. Ja, wir sehen mal ein Vehikel in diesem Teaser. Und zwar einen Panzer. Und zwar keinen gewöhnlichen Panzer, natürlich, er ist futuristisch. Aber was an diesem Panzer sehr interessant ist, er steht auf vier Stelzen mit jeweils einem Kettenantrieb.
Und das bedeutet, dass er sehr für unwirkliches Terrain ausgelegt ist, denn er kann A, seine vier Beine unabhängig voneinander bewegen und aufgrund des Kettenantriebs praktisch über jedes Gelände rüberfahren. Ich denke, dass die Teile links und rechts die Kanonen sind, denn da sehen wir gleich noch was. Und man kann auch ein bisschen was vom Hintergrund sehen. Alles grün, es sieht aus wie ein riesiger Dschungel. Nix zeugt man davon, dass da mal Menschen gelebt haben. So, und wo da jetzt das Cockpit sich befindet, lässt sich schwer abschätzen, aber ich denke eher mittig irgendwo. Wie gesagt, weil in der nächsten Einstellung sehen wir nämlich, dass der schießt. Und da wir sehen, ein riesiger Energiestrahl aus sogar zwei Energiestrahlen, die jeweils aus einem der beiden Kanonen, die wir eben gerade gesehen haben, gekommen sein müssen. Sieht ziemlich mächtig aus. Sowas habe ich in auch keinem Godzilla-Film bis jetzt gesehen. Klar, die waren schon immer eher modern angelegt. Insbesondere wenn Mecha-Godzilla mal vorkam und diese Laserpanzer. Aber so wuchtig habe ich sowas noch nicht gesehen. Sehen wir ein als allererste Monster in diesem Teaser. Denn, wie gesagt, es ist ja ein Monsterplanet. Und deswegen gibt es nicht nur lauter Kaijus, also riesige Monster, sondern auch kleinere. Und hier kann man nämlich sehr gut die Maße sehen. Ich glaube, es war echt schwierig, da einen passenden. Weil es ist echt so. Ein Augenblick war es nur da. Wir sehen einmal das Viech. Es scheint Zacken auf dem Rücken zu haben. Kleine Arme vorne und ganz leicht im Hintergrund sieht man die Beine. Und es hat sich wohl gerade einen Soldaten geschnappt. Und hier im Vordergrund, das wird wahrscheinlich unser Hauptcharakter sein, also unser Haru. Und das können wir jetzt vermuten. Weil ich sehe den Kopf nicht, aber in der nächsten Einstellung sieht man das nämlich. Und ja, jetzt kommt nämlich der Punkt. Ich habe nichts gegen dieses CGI. Aber dieses Viech, es trägt übrigens den Namen Serum. Hier mal kurz in der kleinen Aufnahme, weil ich noch auch zum Bild was sagen will. Es ist ein bisschen farblos geworden. Es sieht mal aus wie eine mutierte Zelle, als wie ein Tier. Sowas könnte ich mir in einem Horrorspiel fast vorstellen. Weil diese ganzen Adern, die man da sieht, ich zeige euch das nochmal im Vollbild, macht mir ein bisschen Sorgen, denn ich habe Angst, dass alle Viecher so aussehen. Und insbesondere natürlich bei Godzilla. Weil dann könnte ich tatsächlich sagen, ich habe mich auch an Shin Godzilla gewöhnt und liebe das Design jetzt. Das ist halt eine Sache, wo ich halt unschlüssig bin. Es ist nur das eine Viech, weil man hat nicht mehr gesehen. Das einzige farbige an dem Teil sind die roten Augen. Aber es ist schon mal sehr interessant, dass es hat Ähnlichkeit mit einem Drachen. Und es ist halt interessant, dass es halt eher die Hüfthöhe von einem Menschen hat. Also keine 100 Meter groß ist. So, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Schnitt. Da sehen wir nämlich unseren Hauptcharakter von vorne in einem Raumanzug. Mit ganz angespanntem Gesicht und er schießt nämlich in dem Augenblick. Und ich denke, er schießt nämlich gerade auf das Viech, was sich seinen Kameraden geschnappt hat. Denn schon im nächsten Moment sieht man nämlich, wie das Teil mit dem Typen im Maul wegfliegt. Hier kann man das übrigens nochmal sehr gut sehen. Es sieht alles aus wie aus einem Stück, insbesondere die Zähne. Es ist halt eine Frage, ist das Stil? Sieht nur das eine Viech so aus? Schwierig zu sagen. Ich wünsche mir, dass es nicht so ist. Aber es könnte trotzdem sein, dass ja die Viecher trotzdem cool aussehen. Wie gesagt, wir haben jetzt nur ein Monster genau. Wir sehen genau ein Monster. Aber ich bin schon gespannt, ob es mehr so eine Kämpfe gibt, die menschenähnlich große Viecher sind. Oder auch wirklich groß. Viele große. Also wirklich ganz groß. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt alle Godzilla-Monster noch nebenbei rumlaufen. Hier meinte ich nur, da sind Godzilla, King Ghidorah, Rodan, Destroyer und XY rum oder King Ghidorah glatt. Das wäre halt sehr fraglich. Werden wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Es ist ja noch ein bisschen hin bis November und ich hoffe noch bis dann auf einen richtigen Trailer. Die nächste Szene ist ein Schriftzug und da musste mir der gute Manga-System, der Nishi, helfen. Denn ich bin des Japanisches nicht mächtig. Und er hat mir gesagt, so viel wie. Und dann kam die Verzweiflung. Oder so entstand die Verzweiflung. Die Entstehung der Verzweiflung. Irgendwie sowas. Und dann kommt nämlich der entscheidende Schnitt.
Wir sehen hier zwei Soldaten in ihrem Anzug, die sich an irgendein Metallding lehnen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht zur Zeit ist, als hier die Menschheit geflohen ist, sondern halt als sie dann wieder zurück auf die Erde sind. Lehnen sich an irgendwas an. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein kaputtes oder ein Stück von einem Raumschiff ist oder einem Panzer oder sonst was. Und da sehen wir nämlich Godzilla kurz. Nur ganz kurz. Und dann hören wir den Schrei und es kommt dann noch, dann gleich noch der Titel des Films. Hier sieht man, wie gesagt, das alles, er bewegt sich halt gar nicht. Also es ist wirklich nur dieses Bild, ein paar Sekunden und bang, puff, aus. Was man aber an dem einen Promobild, was wir gesehen haben, ist, dass er sehr große Ähnlichkeiten mit dem von Legendary Pictures hat. Er ist sehr massig. Und er hat einen sehr ähnlichen Kopf, aber ich sehe typische Rückenflossen hin. Und wie gesagt, zum Schluss kommt dann noch das Logo des Films. Ja, was gibt es denn noch abschließend zu diesem Teaser zu sagen? Ich fand die geil. Leider natürlich teasertechnisch ein bisschen zu kurz geraten. Was ein bisschen schade ist, denn Teaser sind immer so, du denkst dir so, boah, Leute, zeigt mir mehr. Und du kriegst erst ein paar Wochen, ein paar Monate mehr. Und das war, aber wir haben wesentlich mehr gesehen als wie im Shin Godzilla-Teaser. Also der war furchtbar. Also da sah man einfach nur ein paar Leute wegrennen, den Godzilla-Schrei und dann haben sie das Logo des Films hingeklatscht. Dagegen war der hier richtig aufschlussreich und man konnte schon, wenn man sich so den Teaser so wirklich nach und nach ansieht, wirklich schon ein paar Sachen raussehen. Und ich bin gespannt auf den Film. Ich hoffe, euch hat diese kleine Analyse zu diesem Teaser gefallen. Link zum Originalvideo ist in der Beschreibung. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Teaser fandet und ihr euch auch auf den Film freut. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, euer Tyron 1992. Bis dann und ciao.